Freunde, herzlich willkommen bei mir zu Hause und viel Spaß bei meiner Roomtour. Herzlich willkommen in Aachen. Ich wohne jetzt wieder in meiner Heimatstadt. Also hier bin ich geboren und hier komme ich her. Das Kapitel Köln ist vorbei. Absolut verrückt, aber vorbei ist es nicht wirklich, weil ich bin immer wieder da. Jetzt wohne ich einfach nur ein bisschen näher an der Familie. Starten wir mal mit dem ersten Raum, würde ich sagen. Let's go. Es wird sehr spektakulär. Trommelwirbel. Abstellkammer. Wasserkisten, ein paar Softdrinks und jede Menge Schuhe. Erfüllt seinen Sinn und Zweck. Und der gelbe Sack chillt hier auch immer wieder. Gut, machen wir weiter. Hier Ankleidevorbereich. Kannst du dich hinsetzen, deine Schuhe anziehen, deine Jacke aufhängen. Und hier sieht man auch die Pakete, die bei uns abgegeben werden von den Nachbarn, weil die alle gerade im Urlaub sind. Gehen wir weiter. Hier ist so der Eingangsbereich. Hier lege ich so meinen Schlüssel hin. Hier riecht es gut. Hier gibt es einen kleinen Spiegel. Kann man sich nochmal anschauen, wenn man rausgehen will. Und das hier ist der magische Raum. Wenn man zweimal klopft, bin ich einfach bei Ju zu Hause. Ey Ju, was geht? Also, was geht? Okay, bis später. Bis später. Mach's gut. Cool, oder? Es geht aber weiter. Und zwar, wenn ich dreimal klopfe, bin ich bei den Jungs in Köln. Was geht ab? Einfach schön hier in Aachen zu sein. Und ganz simpel, wenn man einmal klopft, haben wir hier das Gäste-WC. Was ein bisschen crazy aussieht. Ich habe eine Frau, die sehr motiviert ist, an Dingen rumzubasteln. Und ich habe sie einfach machen lassen. Und sie darf sich hier im Haus natürlich absolut kreativ ausleben. Und dementsprechend hat die hier so das Ganze angemalt mit so Schnörkellinien und den Spiegelrahmen gesetzt. Das sah vorher anders aus. Und ich finde, das wertet das Ganze auf und haben hier noch ein paar Dinge aufgehängt. Ich finde es super cool. Ich fühle mich wohl hier. Das ist das Wichtigste. Und wenn meine Frau sich kreativ ausleben darf, dann bin ich umso glücklicher. Hier gehen die Gäste aufs Klo, hier gehen die Gäste duschen, hier sind Handtücher für die Gäste. Manchmal, wenn ich zu faul bin, hochzugehen, um dort mein Geschäft zu erledigen, dann bin ich auch manchmal hier auf dem Klo. Überraschend oft. Gehen wir weiter zur Küche. Der schönste Raum zu Hause für mich. Hier verbringe ich immer die meiste Zeit, auch wenn ich gerade keine Videos drehe. Ich liebe Küchen, ich liebe Essen. Freunde, ihr kennt mich und ja, ist eine nette Küche. Ist leider nicht meine eigene Küche, die steht immer noch bei den Jungs, die übrigens jetzt auch eine WG haben und da drin wohnen, wo ich vorher drin gewohnt habe. Aber reicht völlig für zu Hause aus. Ich bin absolut glücklich. Also hier ein bisschen Arbeitsfläche, da ein bisschen Arbeitsfläche. Und hier haben wir dann einfach, weil uns ein bisschen Platz gefehlt hatte, noch so einen Schrank hingetan, wo die Mikrowelle hin kann. Hier steht eine Box, ein paar Küchengeräte, mein Zwiebelexperiment. Ich lieb's. Was kann ich erzählen? Ich habe hier mal 24 Stunden verbracht. Das war ein cooles Video. Schaut es euch gerne an. Da seht ihr quasi jede Ecke der Küche. Man kann überraschend viel hier machen. Videos sind natürlich geplant. Ich habe da ein paar verrückte Ideen. Ich versuche natürlich wieder so irgendwie was zu finden, was keiner macht. Und da sind gerade ein paar Ideen geplant, die echt cool werden. Also abonniert gerne für sehr verrückte Kochvideos. Und falls ihr Ideen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Andere Seite. Wir drehen uns einfach mal um. Kommen wir zum Esszimmer. So sieht das aus. Hier wird fleißig viel gegessen. Am Wochenende ist immer ein Besuch da. Da koche ich für meine Freunde und für meine Familie oder grille ich auch draußen meistens. Aber ich sitze hier auch überraschend oft am Laptop und arbeite hier ein bisschen, wenn ich gerade keine Lust habe, im Büro zu arbeiten. Halt ein Esszimmer, was soll man sagen? Bisschen Pflanzen von meiner Frau, ein E-Piano, was nicht genutzt wird, weil man war so ambitioniert. Okay, wenn man eins hat, dann fängt man an. Hat man nie getan. Ein selbstgebautes Bücherregal, weil, ja, das sich irgendwie angeboten hatte. Sonst wäre das irgendwie merkwürdig gewesen, dass es einfach so eine kleine Tiefe hat. Da haben wir einfach ein bisschen Holz und hier mit den Winkeln so ein kleines Bücherregal gebaut. Kommen wir weiter zum nächsten Raum, zum Wohnzimmer. Musik.
wir haben viele verrückte Lampen. Wir stehen auf verrückte Lampen. Das hier ist zum Beispiel ein Affe, der in der Luft hängt. Den findet man auch da. Da sitzt er auf dem Klavier. Oder hier allein diese Bubble-Lampen. Irgendwie stehen wir auf verrückte Lampen. Auch hier wieder habe ich meine Frau sich kreativ ausleben lassen. Wir hatten irgendwie erstmal die Wände nur weiß, weil wir es eigentlich weiß mögen. Und dann dachten wir so, vielleicht ein paar Naturfarben. Und dann hat sie gezaubert und ich fühle mich hier voll wohl. Irgendwie mag ich diese runden Objekte und diese Schwingungen, die sich durch das Wohnzimmer ziehen. Ich fühle mich wohl hier drin. Hier sitze ich dann abends oder meistens sogar nur am Wochenende, weil ich irgendwie abends nicht dazu komme. Oder schaut man hier ganz gemütlich einen Film. Ja, wir können rausgehen. Willkommen im Garten. Netter kleiner Garten. Das ist hier mein Mangal. Ich liebe diesen Grill. Der perfekte Grill für Schaschlik. Habe ich erst gestern gemacht. Ich lieb's. Das ist für mich so der perfekte Sonntag. Ich stehe auf, bereite alles vor, grill ein bisschen. Familie kommt vorbei, man isst. Schöner könnte es im Leben nicht sein. Ja, dieser Grill sieht simpel aus, aber mehr braucht man nicht für den perfekten Schaschlik. Übrigens kommt dann ein richtig krasses Projekt mit den Jungs. Ich will gar nicht so viel spoilern. Bernd Zehner dabei, Max dabei, Sturmwaffel dabei. Hammergeil. Da seht ihr mich hier in Action. Ah, da hinten ist ein Eisbad. Größter Fehlkauf meines Lebens. Ja. Einmal gemacht und fast gestorben. Ja, kommen wir rein. Wir gehen hier durch. Das ist so super irritierend. Ich weiß selber nie, wie ich hier raus und reingehen soll, weil man kommt quasi hier, ne, in die Küche rein oder hier aus dem Wohnzimmer. Aber es ist verrückt, wie selten ich diese Tür benutze. Ich gehe eher so einmal außen rum, als diese Tür zu nutzen. Also irgendwie macht das für mich keinen Sinn. Lass uns hochgehen. Kommen wir zum ersten Zimmer. Das Gästezimmer. Anfangs war das mein Büro, aber dann aus anderen Gründen, zu denen komme ich später, bin ich nach unten gezogen und jetzt ist es das Gästezimmer. Also eine Couch, die kann man ausklappen, hier können Gäste schlafen. Ja, wenn ich so mal so eine neutrale Drehecke brauche, dann habe ich die hier, weil die andere unten ist ein bisschen komplizierter. Hier kann ich mich dann hinsetzen und mal einen O-Ton aufnehmen oder was erzählen. Ist einfach eine nette Drehecke. Das sind meine Sweetie Awards. Die Rob's Chips Ketchup haben den Sweetie Award 2022, war das? Gott, ich weiß es selber nicht mehr. Ja, 2022 in der Kategorie Chips gewonnen. Das war richtig geil. Und mit den Crunchy Puffs 23 haben wir die Kategorie salzige Snacks gewonnen. Darauf bin ich richtig stolz. Und hier ist auch eine dicke, fette Lampe, die ich dann immer brauche, wenn ich hier was drehe. Jetzt ist es noch Gästezimmer. Irgendwann wird es wahrscheinlich Kinderzimmer. Gehen wir weiter. Wir können direkt straight durch. Hier ist das Schlafzimmer. Nothing special. Wir wollen das Schlafzimmer so clean halten wie möglich. Ich mag das, wenn einfach so wenig wie möglich im Schlafzimmer ist. Ein Bett, Friedas Schlafplatz, zwei Nachttische, ein Stuhl, auf den ich meistens meine Klamotten stapel. Kein Mensch hat diesen Schlafzimmerstuhl unter Kontrolle. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Und ein Fernseher, was für viele Leute vielleicht irgendwie nicht ins Schlafzimmer gehört. Aber ich liebe das, kurz vorm Schlafen noch irgendwas zu gucken und dann Sleeptimer anmachen, um mit dem Fernseher einzuschlafen. Ich liebe das einfach. Gehen wir direkt weiter zu einem Raum, der nicht fertig ist. Aber ich zeig's euch trotzdem. Es ist das Umkleidezimmer. Provisorisch zusammengebaut, weil klar, man hätte den Traum von einem wunderschönen Umkleidezimmer, wo alles perfekt Maßanfertigung und LED hier und da. Aber das ist ein Zukunftstraum. Wir haben erstmal alle Schränke genommen, die wir irgendwie hatten und einfach hier reingetan. Und irgendwann mal wird das so zu traumhaft gemacht werden, so wie wir es haben wollen. Hier ist das Büro meiner Frau. Können so ein bisschen spoilern. Die sitzt da gerade am Schreibtisch. Frieda ist da unten. Das ist ihr privater Raum. Hier macht sie ihren Kram. Finde ich cool. Ich habe mein Büro, sie hat ihr Büro. Man trifft sich immer wieder unten. Ist einfach praktisch, wenn beide von zu Hause arbeiten. Let's go downstairs. Oh, stimmt. Ja. Okay, Gott, warte. Ich räume meinen Klamottenstapel weg. Das Badezimmer. Was man so in einem Badezimmer macht. Dusche, Spiegel, Waschbecken. Zähne putzen, rasieren, eincremen, Haare machen, föhnen, aufs Klo gehen. Ganz simpel. So, gehen wir runter. Wir müssen einmal ganz runter in den Keller. Ganz vergessen, es gibt ja noch die Garage. Hier steht nur kein Auto, sondern das ist eine Werkstatt. Wir müssen immer wieder mal hier ein bisschen was rumbasteln oder zurechtsägen und wir nutzen sie einfach als Werkstatt. Hier sind noch so ein paar Küchenutensilien, die einfach hier ihren Platz finden. Und Golfkram, bla bla bla. Einfach eine Garage, in der man ein bisschen rumwerken kann. Gehen wir wieder zurück ins Haus.
Ja, das ist der Keller. Das Coole ist, dass der ausgebaut ist. Also die Räume selbst wirken nicht wie so ein Kellerraum. Das ist echt ganz cool. Hier stehen jede Menge Brettspiele. Freunde, ich liebe Brettspiele. Kommen wir zum ersten Raum. The Gym. Was ich vor dem Boxkampf echt intensiv genutzt habe und nach dem Boxkampf echt gar nicht intensiv genutzt habe. Ja, der ein oder andere hat es mitbekommen. Ich habe einen Kampf gewonnen. Crispy Rob! War eine super krasse Erfahrung. Den Raum habe ich einfach gebraucht für die Vorbereitung. Und ich habe hier noch vor, ein, zwei kleinere Geräte zu holen, aber auch mit der Zeit. Ach, und mein Video, wie ich auf meinen Boxkampf reagiere, kommt übrigens auch die Tage online. Also wir nähern uns auch langsam dem Ende. So lebt Crispy Rob also ganz gemütlich. Ich lieb's. Zu Hause ist einfach der schönste Ort auf Erden. Das ist ein Raum, da müssen wir gar nicht so intensiv hingucken. Ne? Hier Waschmaschine, Trockner, überall Wäsche und Keller noch nicht vernünftig aufgeräumt. Wir haben alle so diesen kleinen Raum der Schande. So, der braucht eigentlich ein bisschen mehr Liebe, aber ja, man hat tausend andere Dinge zu tun, bis man irgendwie den Keller perfekt sortiert. Aber das ist so mein Traum, ein perfekt sortierter Keller. The Secret Room. Hier passiert die Magie in dem Sinne, dass ich einen neuen YouTube-Kanal gemacht habe. Freunde, es ist krass, es ist mein erster offizieller Zwei-Channel. Nach 9 Jahren Crispy Rob brauche ich diesen Raum für alles, was ich vorhabe. Hier kommt ihr jetzt zum Video, wie dieser Raum aussieht und was da passiert. Und ja, das ist mein neuer YouTube-Kanal, also schaut vorbei, abonniert den Kanal und lüftet die Magie mit einem Klick. Wir sehen uns gleich drüben.